Maschine bestellt? Das geht hier schon mal richtig gut los, Jäger.
Was hast du hier drin zu suchen? Claptrap erwähnte was von verlorenem Zeug. Jetzt? Ich habe diese Anfrage vor 7 Jahren gestellt. Damals hatte ich noch ein respektables Geschäft, nicht diesen Müllhaufen, den du jetzt siehst. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ich will diesen armen Kriegsopfern helfen, aber hey, uns gehen die Medikamente aus. Wir brauchen Hexapriazin, Skatöl, Melody Nax und Hemopax. Finde das Zeug für mich, ja? Sonderbare Sinn. Ich verstehe kein Wort. Was ist das? Deine Möchtegern-Beats kannst du dir sonst wohin stecken. Ja, verstehe ich vollkommen. Du konzentrierst dich auf deinen Flow. Ich geb's dir später. Dieser Mistkerl ist ein Schwarzmarkthändler. Ich wette meinen Arsch darauf, dass er die Medikamente geklaut hat. Und er ist ein Weichei. Bedroh ihn einfach, dann gibt er sie raus. Ich habe hier Medikamente und die verkaufe ich gern für einen fairen Preis. Ich muss meine Familie ernähren, verstehst du? Bitte schieß nicht. Es gab hier schon genug Blutvergießen. Gib mir einfach die Kohle und der Deal ist gebongt. Ja, rührselige Geschichten. Ich habe zum Beispiel Patienten, die mich brauchen und ich brauche Medikamente. Jetzt bedroh ihn einfach und gut ist. Du hast keinen Schimmer, wie es hier unten zugeht. Die Leute haben tagelang nichts zu beißen. Ein Albtraum. Wow. Okay. Nimm sie. Sie gehören dir. Tu mir nur nicht weh. So muss das aussehen. Der hat sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Ugh.
weiß, was du denkst. Wieso macht dieser Doktor einen auf Rapper? Aber hör zu. Die Wirkung von Medizin lässt nach, aber meine Texte heilen die Seele. Lass mich einfach ein paar Zeilen für dich rappen. Heilen geht mir von der Hand, das reim ich aus dem Stand. Du hörst schon ganz gespannt. Halt endlich deinen Rand, ich verliere den Verstand und klatsch dich an die Wand. Wir immer noch Hämoglobin. Hämoglobin beim Arzttermin. Ist übrigens der Titelsong auf meinem Mixtape. Du wolltest doch eins haben, oder? Nein? Immer noch nicht. Okay, scheiß drauf. Ich spende selbst was. Schnapp dir das Hämopack und hilf mir mal. Okay, und jetzt ganz vorsichtig. Atme, wir schaffen das schon. Benutz einfach das Hämopack. Ja, okay, das genügt. Oh, scheiße. Okay, danke, glaube ich. Wenigstens ist dadurch mein Ansehen gestiegen. Vielleicht hole ich mir einen dieser Roboterarme von Atlas. Aber hey, mach dir keine Sorgen wegen mir, ich pack das schon. Und dank dir meine Patienten ebenso. Mount Schuler kann endlich was gegen Krankheiten und Verletzungen tun. Das ist übrigens die letzte Chance, an das Mixtape zu kommen. Nicht? Schade.
Schade. Pyrotechnikers dran! Oh, weißt du was? Du hast recht!
von beiden so grausam war, meine Familie zu töten. Such dir einfach aus, wen du tötest. Das wird meine Rache sein. Ich traue deinem Urteil. Thank you.
falsche Frau. Sicher. Der andere Kerl sah auch wie ein Familienmörder aus. Was ist, wenn er es war? Kannst du ihn vielleicht auch noch töten? Nur für den Fall. Hast du es dir anders überlegt? Ich wusste es! Ich bin doch der Schlimmste! Nicht? Okay. Dann werde ich wohl damit leben müssen, dass der Mörder meiner Familie vielleicht noch da draußen rumläuft. Aber klar, wie du willst. Du warst klasse, Kammerjäger. Vielleicht. Bleib am Leben, verstanden? Oh, okay. Tschüss. Thank you.
ausgestorben. Aber da sollte ein Barista-Bot sein. Der tut es zur Not auch. Die Dinger sind ziemlich nervig, aber der Kaffee ist es wert. Oh, hey. Du willst doch nicht etwa was kaufen, oder? Ich hätte gern ein paar arcturianischer Superschwarz, Mr. Bot. Oh, tut mir leid. Der Energiekern ist gerade durchgebrannt und ohne Energie gibt's keinen Kaffee. Natürlich. Aber das ist okay. Ist okay. In der Nähe gibt es einen schweren Maliwan-Soldaten. Er nennt sich Papa Kern. Ein echtes Arschloch. Der Typ hat einen Energiekern in den Anzug eingebaut. Den brauchen wir. Wieso sind Energiekerne immer so unzuverlässig? Das ist schon komisch. Früher habe ich Sachen gesagt wie, ich töte jeden, der mich vor meiner ersten Tasse Kaffee anspricht. Jetzt könnte ich das wirklich tun. Ich weiß auch nicht. Das finde ich einfach lustig. Hier kommt
Klingel. Das sollte den Laden neu starten oder sowas. Und mein Gesichtsflair. Viola, oder wie das auch immer heißt. Der Laden hat wieder Saft. Können wir jetzt einen Kaffee haben, Barista Bot? Oh Mann, geht nicht. Wir sind ein umweltfreundliches Kaffee, weißt du? Also, du musst deinen eigenen Behälter zum Mitnehmen haben. Na klar, scheiße. Moment, ich habe eine Idee. Da ist dieser Maliwan-Commander, der immer einen Reisebecher dabei hat. Versuch ihn aufzuspüren. Ganz im Ernst, dieses koffeinierte Abwasser, das Maliwan Kaffee nennt, ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Ich will nur den Becher von diesem Commander. Meine Lieblingsperson. Das war sowas von nötig. Hey, Atlas-Jungs! Rise and Grind hat wieder offen und der Kaffee geht auf mich! Oh, scheiße, ja! Echt jetzt?
Danke, Lorelei. Gib mir den Becher, Kammertyp! Ich werde nicht nachgelassen! Ach, scheiße! Die Maliwon sind hier. Na los, zeigen wir ihnen, wie ein wenig Koffein unserer Moral ausputscht. Für dich mag das vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber dieser kleine Geschmack aus der Welt, die wir verloren haben, gibt uns Schwung. Zumindest bis morgen früh. Bei der Mission hier könnte ich dich gebrauchen. Jetzt, wo wir Kaffee haben, ist Nahrung unsere zweite Priorität. Mali One hat das Dynasty Diner übernommen. Bis dahin war das unsere wichtigste Nahrungsquelle. Finde den Besitzer Bo und hilf ihm, sein Diner zurückzuerobern. Lorelei hat mich geschickt. Was ist mit dem Diner? Bo, ich bin's. Und ich habe eine Basis voller hungriger Leute. Kapiert? Ah, kapiert, Lorelei. Und ob ich das kapiere? Okay, also, diese faschistischen Maliwon-Mistkerle benutzen mein Diner, um ihre Truppen zu versorgen. Halte sie auf! Los, mach schon! Töte sie alle! Als die Maliwon kamen, habe ich mich in meinem Apartment verbarrikadiert. Und ich komme erst dann wieder raus, wenn der Krieg vorbei ist, hörst du? Aber du kannst mir dabei helfen, das Diner zu eröffnen. Ich betreibe es einfach von hier aus. Ach Gott. Ich bin vorbei.
das tut, was ich liebe. Burgerbraten. Burger sind mein Leben, Alter. Was immer du sagst, Kleiner. Komm schon, los geht's. Wir müssen das Diner wieder flott machen. Okay, da wären wir. Ich kann die neuen Burger schon fast riechen. Drück den Knopf und digistructe diese saftigen Burger. Yeah! Fehler, nicht genügend Fleischdaten für Burger. Na toll. Der Digistructor hat keine Fleischproben mehr. Wir können keine Dynasty-Burger ohne Fleischproben machen. Okay, bring mir eine Probe meiner Geheimzutat. Ratchfleisch. Das ist nicht dein Ernst. Vertrau mir. Es klingt vielleicht eklig, aber es macht die Burger so verdammt saftig. Da ist ein Ratchbau in der Müllgrube. Hole sie. Losgehen!
Priorität Burger an Maliwan Captain Archer Rowe liefern. Was? Hinterher! Lorelei! Mein Burgerbot will diesem Captain Rowe, den du erwähnt hast, meine Burger liefern. Was? Du machst Witze? Kammerjäger, folge dem Bot. Das ist unsere Chance, an diesen Maliwan-Bastard ranzukommen. Ich hatte
herzlichen Dank, dass du Captain Rowe erledigt hast. Der Burgergeile Drecksack war schlimmer als Hämorrhoiden. Und jetzt ist er tot? Echt gut gemacht. Erst Kaffee, jetzt Burger. Die Grundpfeiler der Zivilisation. Wir bauen diese Stadt Stück für Stück wieder auf. Danke für deine Hilfe. Gewinner von Killerwolfs Wettkampf winkt eine Nacht mit ihm. Für eine Frau gibt es viele Gründe, einen Kampf bis zum Tod zu bestreiten. Geld, Ruhm, eine Waffe, mit der man das Gesicht des Gegners schmelzen kann. Aber eine Nacht mit Killerwolf? Das lohnt sich nicht. Vertrau mir. Oh, ein Wort der Warnung. Jedes Wort aus seinem Mund lässt meinen Finger am Abzug zucken. Du verstehst schon. Bald wird abgedrückt. Dallan. Ich bin Dr. Zed. Hier gibt es Schilde, Mods und Seelenfrieden. Sogar Hirnteile. Also schlag zu. Ich reiße dir früher oder später sowieso alles aus den Händen. Söldner mit Klasse.
Gewinn kämpfen? Aber sowas von. Ich habe einen Champion dabei, der in meinem Namen kämpft. Außerdem will ich es in die Länge ziehen. Meine Schaltkreise aufladen, bevor wir die Verbindung herstellen. Meine Drähte kribbeln. Ich soll zwar niemanden bevorteilen, aber ich spüre, wie sich die Luft statisch auflädt. Wir lieben dich, Killerboy! Willkommen bei Wer vögelt den Bazillionär? Die Regeln sind einfach. Jeder Teilnehmer hat eine Marke. Wer zuerst 4 Marken hat, gewinnt eine wilde Fahrt im Killerwolf Express. Damit meine ich 6! 2 Runden, wenn der Saft nicht ausgeht. In Ordnung, Wollköpfe! Lasset die Spiele beginnen! Du kommst hier nie lebendig raus, Kammerjäger! Während du machst, was du am besten kannst, überlege ich mir, wie mein Killerwolfskabel ein für alle Mal durchtrennen kann. Wir sehen uns in der Bar. Angelegt. Wer den Wettkampf gewinnt, bekommt nach dem Sex noch Eiscreme. Erratet ihr Killerwolfs Lieblingssorte? Na los, ratet! Schokolade! Killerwolf zusammen war, war er einfach nur Kenneth. Die Trennung hat ihn hart getroffen. Er trank Batteriesäure, um Muckis zu kriegen. Ich muss einen Weg finden, seine Ladung zu dämpfen. Was mich auf eine Idee bringt.
Hol Moxie ein paar Batterien, ja?
Schild traut er sich nirgends hin. Kaum zu glauben, aber Lectra war mal ein schöner Ort, bevor die Kultisten alles an sich gerissen haben. Jetzt sind überall diese Banditen-Streamer-Arschlöcher wie dieser Killerwolt. Ein Battle Royale vor der Haustür? Unfassbar. Aber Lorelei sagt, in jedem steckt ein Kämpfer. Ich will nur meine Stadt zurück. Inzwischen kann ich ganz gut mit dem Gewehr umgehen. Neulich habe ich einen Psycho auf 90 Meter erwischt. Dieser kranke Bastard ist losgestürmt und hat irgendwas von auf Taubenkacken geschrien. Igitt! Was stimmt nicht mit diesen Leuten?
Magazin geladen. Ein bisschen Training kann nicht schaden. Komm und hol's dir. Jetzt wird gehabt.
Säbelbrand ist eine Sache, aber das hier geht zu weit. Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Ist, aber ignoriere ihn einfach. Immer das Ziel vor Augen. Soll er doch Dreck labern, bevor wir ihm die Fresse mit Seife auswaschen. Ein paar Maliwan-Pyros und ein Bäckerdutzend Banditen gekillt. Kämpfen ist nicht wie Backen, aber ich habe keine Wahl. Wir waren mit Lorelei auf Versorgungsbeutezug. Banditen haben uns aufgelauert, also sind wir in einen leeren Lebensmittelladen geflüchtet. Ich dachte, wir gehen drauf. Dann hat jemand gesagt, dass ich ja Bäckerin bin. Und Lorelei hat gemeint, willst du es mal mit Sprengstoff versuchen? Also habe ich ein paar Bomben gemacht. Ist ähnlich wie Backen, nur mit mehr Sauerei. Und jetzt bin ich Bombenbauerin. So ist der Krieg. Apropos, was darf denn sein? Dabei fängt die Leben von einer Allianz mit diesem knopfbärtigen Adler.
Hände, bitte! Wollt zu Tode zu schocken. Komm zu mir und ich erzähl dir, wie wir Killerwolfs Stecker ziehen. Ugh.
Modifikation. Ich habe sie mir im Schlafzimmer ausgedacht. Dieses kleine Gerät sollte Killerwolfs Verteidigung kurzschließen, wenn du ihm meine Marke überreichst. Das findet er sicher schockierend. Sag Killerwolf, das ist ein Zeichen meiner Zuneigung, kurz bevor du ihm ins Gesicht schießt. Und sonst wohin, wo er es verdient. Wenn du verstehst, was ich meine. Schieß ihm in den Schwanz. Das meine ich.
hatte mir viel von ihr erhofft. Lena war echt heiß. Zuschau. Und zuletzt, her mit Moxys Marke. Schock dich selbst, Kenneth. Ich wollte nur geliebt werden. Wer mehr Badass ist. Menschlicher Abfall. Wenn du mich fragst, gehört er dorthin. Weißt du, vielleicht benutze ich das nur zum Vergnügen. Danke für die Hilfe, Schätzchen. Lass uns reden. Du weißt wirklich, wie man ein Mädchen vor Publikum glücklich macht, Schätzchen. Du kannst gern jederzeit wieder mein Champion sein. Ich weiß, dass diese Galaxie alles andere als zivilisiert ist. Ich kann nicht jeden umbringen, der sein Maul zu weit aufreißt oder mich nicht respektiert. Aber ich kann's versuchen.
War das zu viel für dich?
Platz auf der Brücke, wenn du bereit bist, Killer.